Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Eifelblick. Was haben eigentlich Berlin, Venedig und Monschau miteinander zu tun? Auf den ersten Blick eigentlich nicht wirklich so viel. Oder vielleicht doch mehr, als wir meinen? Dass der ein oder andere prominente Schauspieler oder Künstler Monschau besucht, sei es privat, als Gast oder zum Arbeiten, ist ja eigentlich schon fast nichts Besonderes mehr. Dass dabei aber eine eigene Fotoausstellung entsteht, ist dann doch schon wieder was Besonderes. Wenn diese dann auch noch Monschau in einem Atemzug mit Venedig und Berlin nennt, ja, dann ist es wirklich etwas ganz Besonderes. So geschehen nun bei dem Künstlerehepaar Katharina John, Fotografin, und Schauspieler Ulrich Tukur, die am vergangenen Wochenende ihre Ausstellung Berlin, Venedig, Monschau, Illusionen im Fotografieforum der Städteregion Aachen in Monschau eröffnet haben. Lars Hamens hat die beiden Künstler zum Gespräch getroffen. Im Fotoforum in Monschau läuft jetzt eine Ausstellung, die einen Blick sowohl auf Monschau zeigt, als auch Vergleiche zu Venedig und Berlin zieht. Das Künstlerehepaar Katharina John und Ulrich Tukur haben sich auf unterschiedliche Weise auf die Suche gemacht, die Brücken zwischen Illusion und Realität aufzuspüren. Was Katharina John mit ihren Fotoarbeiten entdeckt hat, das ergänzt Ulrich Tukur durch Texte und Tonaufnahmen. Zur Eröffnung sprachen wir mit beiden Künstlern über ihre Arbeit. Mit dem Künstlerstipendium der Städteregion Aachen ist es möglich, Geschichten, Traditionen und der Magie der Gefühle nachzugehen. Zum zweiten Mal vergeben Städteregion Aachen und Fotografieforum Monschau eine solche Förderung, die sich auf Ungesagtes und Erspürtes aus Monschau bezieht. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir mit der Fotografin Katharina John und ihrem Mann, dem Schauspieler, Autor und Musiker Ulrich Tukur, ein großartiges Künstlerpaar gefunden haben, das sich schon längere Zeit mit diesen drei genannten sehr besonderen Orten beschäftigt, gemeinsam und doch sehr unterschiedlich. Also erstmal muss ich sagen, ist für mich Monschau, ich kannte Monschau gar nicht. Ich hatte quasi den Auftrag, bevor ich die Stadt gesehen habe und musste erstmal herfahren und habe mich dann sehr, man sagt ja auch klein Venedig, also irgendwas hat mich erinnert erstmal natürlich von diesen Massen an Menschen, die hier durchlaufen, von dieser Intaktheit und von diesem Inseldasein, was mich sehr an die Stadt, die ich sehr liebe und wo ich 20 Jahre gelebt habe, nämlich Venedig, das ist ja auch ein Inseldasein führt. Und Monschau auch, weil es ist so ein bisschen, wie man denkt, rechts und links wurde bombardiert, aber irgendwie haben sie Monschau vergessen, eine Bombe draufzuwerfen. Das ist intakt, komplett erhalten und das ist Venedig ebenfalls. Und so, das ist rein äußerlich. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich das nicht greifen konnte, dieses Städtchen, weil es einfach so ein Durchgangsstädtchen ist. Die Leute gucken sich das an, finden das ganz niedlich und hübsch und putzig und dann gehen sie wieder. Und dann bin ich ein paar Tage hier gewesen, um zu sehen, wie kann ich mich dem überhaupt annähern und interessiert mich das überhaupt? Und es hätte auch sein können, dass ich den Auftrag ablehne, wenn ich jetzt gar nichts gespürt hätte. Kann ja auch sein und kann man ja auch keine guten Bilder machen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, eigentlich wie ich mich 20 Jahre auf die Suche in Venedig gemacht habe, nämlich nach dem echten Venezianer bzw. dem echten Monschauer. Sie haben eben gesagt, Sie haben gesucht. Das heißt, wenn Sie es gefunden haben, dann haben Sie es aber auch inszeniert. Naja, es kommt zum Teil. Also hier ist es so gewesen, wenn ich von Monschau, es ist bei allen drei Städten anders funktioniert. A muss man natürlich sagen, Venedig ist natürlich eine Sammlung aus 20 Jahren, die ich da gelebt habe. Da habe ich da jetzt extra aufgrund dieses Auftrages quasi, dieser Arbeit, habe ich nochmal anders Bilder gemacht für diese Ausstellung explizit. Aber vieles habe ich auch gesammelt, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe und habe gemerkt, dass ich eigentlich immer das gleiche Thema hatte. Das ist mir dann plötzlich aufgefallen. Auch da habe ich etwas, was ist die Kehrseite oder die nicht so geputzte Seite. Und die habe ich versucht, möglichst pur darzustellen, gar nicht so zu inszenieren. Ja. Hier habe ich, was Monschau angeht, mich sehr gefreut, auf plötzlich an einer Hochzeit teilzunehmen, wo ich war. Und ich fand keine Monschauer. Ich habe dann gelesen, dachte ich,
Tuchmacher, auch das Handwerk wird ja nicht mehr ausgeführt. Und dann dachte ich, es muss die doch aber noch geben, die Monschauer. Und dann habe ich eben jemanden kennengelernt, über eine sehr nette Frau, bei der ich gewohnt habe. Und die gesagt, komm doch mit auf diese Hochzeit. Und das waren alles Monschauer. Und da war ich ganz glücklich plötzlich. Und habe auch gesehen, wie würdevoll und wie schön sie mit ihr über ihre Stadt gesprochen haben. Natürlich auch kritisch. Und meine Bilder sind auch nicht unkritisch. So, weil vieles ist auch wird so verramscht. Und das macht traurig. Also, dass man sagt, es ist eigentlich, hat es die Stadt reich gemacht durch dieses durch die Tuchmacher. Und es ist ja eine große Industrie quasi, ein großes Handwerk. Und jetzt habe ich so ein Schaufenster gefunden, wo so billig war, alles muss raus, 50%, es wird verscherbelt. Und das hat mich auch an Venedig erinnert, weil ich das auch gerne gemacht habe. Und dazu noch kurz, verbindet natürlich alle drei Städte das Wasser. Und das war für mich auch ganz wichtig, dass es Städte am Wasser, im Wasser, um Wasser herum sind und Wasser eine große Rolle spielt. Insofern hat das ja auch was mit Illusionen zu tun. Wasserspiegelung, was ist die Spiegelung, was ist die Wahrheit und was ist die Reflexion? Wie haben Sie denn, Sie beide, jetzt gerade Monschau erlebt und wie haben Sie sich da gegenseitig inspiriert oder gestritten um Motive oder um Aussagen? Ihr Mann begleitet das ja per Wort. Dürfen und wollen Sie was dazu sagen? Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich, also das Foto war zuerst. Und wir haben die Fotos ja nicht gemeinsam gemacht. Das würde ich auch nicht können. Ihnen interessieren bestimmt auch andere Sachen oder hätte andere Motive vielleicht gewählt oder andere Ecken. Da hat ja jeder was ganz, und das lässt man sich ja auch wenn man ewig zusammen ist. So, dass man seinen eigenen Blick behält. Also kann man das gar nicht zusammen machen, zumal er gar kein Fotograf ist. Also ich glaube, wenn zwei Fotografen oder zwei Schauspieler zusammenleben, ist das, glaube ich, alles noch mal viel, viel komplizierter, als es eh schon ist. Aber so, da kommt Konkurrenz noch dazu. Und also das fällt ja weg. Und es war ganz klar, dass ich erst mal gucke, in welche Richtung geht das und alleine durchgehe. Er ist eigentlich jetzt erst, also war dann einmal vorher da, aber jetzt erst richtig durch Monschau gegangen, während ich schon viel Zeit hier verbracht habe und hat sich dem Versuch dann einfach eher so von dem Geräuschen her, also er hat, wir haben das, einen Film, der hier bei dieser Ausstellung auch laufen wird, das ist ein kleiner Spaziergang durch Monschau, wo ich ihm eigentlich zeige, wie ich die Wege, so die ich gegangen bin, und er eigentlich mit sehr großen Kinderaugen drauf guckt und erstmal auch das sieht, was nur schön ist und so und aber sie mit so großen Offenheit auch mit den Monschauern redet und so. Also wir haben das zeitversetzt gearbeitet. Ja. Ich hatte eben mit Ihrer Frau, mit Katharina John, über Ihre Fotos gesprochen und was uns interessiert ist, wenn ein Künstlerehepaar zusammen ein Projekt macht, hat sie mich auch schon korrigiert, kann zu Verwerfungen und zu Diskussionen führen, aber bei Ihnen nicht. Ja, aber bei Ihnen nicht. Sie haben einen Anteil, der Ihnen wahrscheinlich viel näher liegt, übernommen, nämlich das, was Ihre Frau hier entdeckt hat und im Vergleich zu Venedig und Berlin aufdecken wollte, mit Wort, mit Ton begleite. Also Sie haben quasi den wahrhaftigen Kontext dazu entwickelt. Ja, der war von Anfang an schon da. Wir haben ja 20 Jahre in Venedig gelebt und Venedig war ja vor Monschau. Und ich habe ein Buch über Venedig geschrieben, weil Venedig ist ja wie Monschau auch ein seltsames Bühnenbild. Das ist ja eigentlich unwirklich, es ist wahnsinnig schön. Auch das ist hier eine Schmuckschatulle. Aber es lebt natürlich nicht wirklich und Venedig lebt auch nicht wirklich. Es lebt nur insofern, man es zum Leben erwecken kann. Also etwas damit macht, es beschreibt, es fotografiert, es malt oder es besingt. Und da habe ich natürlich im Vorfeld schon sehr viel Material, das man hier gut hat einbauen können. Ja gut, ich habe dann ein bisschen Literatur beigetragen und bin immer notgedrungen für den musikalischen Aspekt verantwortlich. Man kann ja die Städte eben auch besingen. Und so ist ihre fotografische Kunst eingebettet in auch andere Dinge, und so, dass das ein bisschen besser liegt, das ganze Projekt Illusionen. Die Fotoausstellung von Katharina John ist bis zum 18. Dezember zu besichtigen. Deine Stadt, die wird wieder groß und schön. Nach Jahren vergehen, bist für uns viele Sinn. Nein, mein Mann, du wirst nie untergehen. Leider.
Simmerath. Wieder gab es einen brutalen Einbruch in der Nordeifel. Diesmal wurde zwar kein Geldautomat gesprengt, sondern unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag mit einem Lieferwagen gegen die Eingangstür eines Drogeriemarktes an der Robert-Koch-Straße gefahren. Die Täter stahlen Kosmetikartikel und Parfüm. Anschließend fuhren sie unerkannt davon. Begleitet wurde das Fahrzeug offensichtlich durch einen Mittäter auf einem Motorrad. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahme wurde auch die belgische Polizei mit einbezogen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnten die Polizisten den weißen Lieferwagen in der Nähe von Malmedy auffinden. Die Beute wurde sichergestellt. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt fliehen. Sachdienliche Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen und oder flüchtigen Tätern nimmt das Kriminalkommissariat in Aachen entgegen. Mehr Parkplätze für Altstadtbewohner in Monschau. Nicht zuletzt wegen des anstehenden Weihnachtsmarktes haben Monschaus Altstadtbürger mehr freie Parkflächen für Bewohner gefordert. Inzwischen wurde das untere Deck des Parkhauses Seidenfabrik an der Laufenstraße als Parkfläche für Bewohner der Altstadt hergerichtet, um dauerhaft ein erweitertes Angebot an Bewohnerparkplätzen zu schaffen. Die dortigen Anwohnerparkplätze wurden nun mit Bügeln gesichert, für die die Anwohner Schlüssel erhalten haben. Zusätzlich werden den Anwohnern während des Weihnachtsmarktes in Abstimmung mit dem Ortsvorsteher Georg Kaulen auf dem unteren und dem oberen Parkdeck des Parkhauses Aukloster an der Schleidnerstraße zusätzliche Parkplätze zur Verfügung gestellt, die mit einer Kette und einem Zahlenschloss von unberechtigten Parkern freigehalten werden sollen. Die Arbeiten an der Brücke über den Perlbach zwischen Höfen und Kalteherberg dauern länger als ursprünglich geplant. Aus diesem Grund muss die Vollsperrung der Perlbachbrücke noch bis zum 4. November aufrechterhalten werden, teilte die Städteregion Aachen nun mit. Die Gründe für die Verzögerung seien neben Lieferverzögerung von Baumaterialien auch witterungsbedingte Gründe. Die beauftragten Firmen können die Fertigstellung der Abdichtungsarbeiten nur bei absoluter Trockenheit durchführen. Auch die noch ausstehenden Erd- und Asphaltarbeiten müssen bei trockenen Witterungsbedingungen durchgeführt werden. In Rollesbruch gab es bereits in der Vergangenheit eine sogenannte Dorfwerkstatt, in der sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen und Gedanken einbringen konnten, wie sich der Ort Rollesbruch weiterentwickeln kann. Viele Fortschritte der letzten zwei Jahre basieren hierbei auf der Ideenfindung dieser Dorfwerkstatt. Darunter unter anderem der Dorfladen, der nun, wenn alles wie geplant läuft, im Herbst 2023 eröffnen kann. So wurden außerdem Renovierungsarbeiten am Fachwerk der alten Schule zwischenzeitlich weitestgehend abgeschlossen, sowie auch der Fußboden im Probenraum des Trommler- und Pfeiferchors erneuert. Spielplätze wurden erneuert, Geschwindigkeitsdisplays in Betrieb genommen, ein LTE-Funkturm fertiggestellt und. Die Liste lässt sich noch endlos fortführen. Also wirklich ein Erfolgsmodell und ein gutes Beispiel auch für andere Orte. Daran möchte auf jeden Fall nun Rollesbruchs Ortsvorsteher Armin Fosen anknüpfen und lädt alle Bürgerinnen und Bürger von Rollesbruch am 2. November um 19.30 Uhr zu einer erneuten Dorfwerkstatt in das Pfarrheim Rollesbruch ein. Die professionelle Moderation übernimmt dabei Frau Ruth Röhlen, langjährige Mitarbeiterin der Städteregion Aachen und derzeit Geschäftsführerin der Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH. Das schöne Oktoberwetter sorgt für Verlängerung der Saison bei der Ruhrseeschifffahrt. Von Sonntag bis Dienstag gibt es einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrten der Schiffe über den Ruhrsee. Abfahrten sind ab 11 Uhr. Es ist keine Reservierung erforderlich. In Rötschen gibt es am Wochenende gleich zwei Theateraufführungen der Theaterfreunde 1929 e.V. Gezeigt wird die englische Komödie »Wie wär's, Mrs. Markham?« im Gemeindesaal in Rötschen. Und zwar Samstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr. Am Sonntag lädt das Forum Vogelsang IP um 17 Uhr zu einem Film- und Diskussionsabend mit Filmemacher Dietrich Schubert ein. Im Raum Kermeter wird der Film Kriegsjahre in der Eifel gezeigt. Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit dem Filmemacher. Die Teilnahme ist dank der Förderung des Projektes NRWelt offen kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten. Puh. Habt ihr auch schon eure gruseligsten Outfits herausgelegt? Halloween steht vor der Tür. Hallo? Also All Hallows Eve, der Abend vor Allerheiligen, benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen vom 31. Oktober
auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Seit den 1990er Jahren verbreiten sich diese Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung auch im kontinentalen Europa. So auch in unserer Region. Wobei man hier wohl ehrlich sagen muss, mit einem Volksbrauch haben die hier stattfindenden touristischen Gruselveranstaltungen nicht mehr viel zu tun. In den nächsten Tagen gibt es jedoch genügend Möglichkeiten, sich ins schaurige Getümmel in der Region zu stürzen. Hier ein paar Tipps dazu. Halloween wird in diesem Jahr in der Nordeifel ausgiebig gefeiert. Auch weil der Brückentag am Montag beste Voraussetzungen für lange und ausgedehnte Events bietet. Wir haben deshalb auch einen extra Halloween-Veranstaltungshinweis zusammengestellt. In Monschau geht's bereits am heutigen Freitag los mit schaurigen Stadtführungen am gesamten Halloween-Wochenende. Gespielt wurde schon am Nachmittag, aber auch morgen, am Samstag, im Aukloster in der Aufstraße von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wenn es dann dunkel wird, kommen die Geister aus ihren Kellern und Verliesen, um den Besuchern aufzulauern. Die schaurig schönen Stadtführungen sind ein absolutes Highlight in der Region. Start ist jeweils ab 19 Uhr. Die nachfolgenden Führungen finden dann im Viertelstundentakt statt. Gespukt und gegruselt wird so lange, bis alle Besucher die Möglichkeit hatten, an einer Führung teilzunehmen. Die Führungen sind für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet und nur bedingt barrierefrei. Startpunkt der Führungen: Stadtstraße Gerberplatz, Monschau. Am Bauernmuseum in Lammersdorf gibt es am Samstag ein Halloween-Fest für Groß und Klein zwischen 17 und 20 Uhr. Dazu gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Schminken, Basteln, gruseligen Getränken, Geschichten und für alle der Besuch in der beliebten Gruselkammer in der Scheune. In Kesternich startet am Montagabend um 20 Uhr die große Halloween-Party im Dorfgemeinschaftshaus. Und dann gibt es noch höllisches Schwitzen in der Höllenarena mit Eventprogramm. Am Montag bei der langen Saunanacht in der Rötschentherme in Rötschen. Von 18 bis 2 Uhr in der Nacht geht es vor Ort im wahrsten Sinne des Wortes heiß her. In diesem Sinne, schönes Gruseln aller Orten. Die vergangene Nacht auf den heutigen Freitag erinnerte eher an eine laue Sommernacht. Über Tag gab es einige Wolken und Sahara-Staub, der uns von Frankreich immer wieder erreichen konnte. Insgesamt war der Freitag von den Temperaturen her ein echter Sommertag mit teilweise weit über 20 Grad. Auch am Samstag und Sonntag geht es freundlich weiter, teils sogar sonniger als am Freitag. Dann wird es weiterhin sehr warm bleiben mit 20 Grad und mehr, lokal auch 23 bis 25 Grad drin. Erst am Montag und zum Allerheiligen wird es langsam kühler mit etwas unter 20 Grad, aber es bleibt freundlich. Und im Laufe der ersten Novemberdekade scheint es dann wechselhafter zu werden und die Temperaturen zumindest sich dem Durchschnitt des Spätherbstes zu nähern. Das sind ja wirklich fast sommerliche Aussichten. Vielleicht doch den Grill nochmal auspacken und ein paar Halloween-Kürbis-Grill-Veranstaltungen machen. Das war unser Eifelblick für diese Woche. Nächste Woche an dieser Stelle wieder mein Kollege Dirk Neuss. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken und Teilen. Und wie immer erreicht ihr uns unter eifelblick@eifel3.tv. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.